Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 24. Juni. Heute haben wir dabei Opera, Segway, Oculus Go, Amazon Echo und Instagram Reels. Beginnen tun wir mit Opera. Der Browser wird jetzt geupdatet in der Desktop-Version auf die Version 69. Schönen Grüße an Steffen. Und was ist da neu? Ja, wahrscheinlich was unter der Haube, wie so oft, so Kleinigkeiten, aber auch eine größere Sache. Denn in der Seitenleiste kann man nun Twitter integrieren und sich anschauen. Vorher gab es da schon durchaus WhatsApp und Telegram und jetzt eben auch Twitter. Also man kann sein Feed einfach in der Seitenleiste dann angucken und muss dafür kein Tab öffnen. Ja, wer es mag, der wird sich freuen und viele wird es vielleicht auch nicht interessieren. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass der Poughkeepsie sich darüber freut. Also könnt ihr updaten, könnt ihr Twitter gucken. Nächstes Thema, Segway. Die stellen jetzt den originalen Segway ein. Mittlerweile machen die ja auch E-Scooter, sind vom chinesischen Hersteller Ninebot gekauft worden und unter Segway Ninebot werden entsprechend E-Scooter vertrieben. Der Original Segway, das ist der mit den beiden großen Rädern, der selbst balanciert, der heutzutage oft von so Städtetouren verwendet wird. In Amerika wird er auch oft in Malls vom Sicherheitspersonal genutzt. Hat sich nie so richtig gut verkauft, war auch zu teuer. Und einfach mal so als Beispiel, die wollten damals 2001 in den ersten 3 Monaten 100.000 Stück verkaufen. Und jetzt in 20 Jahren haben die gesamt 140.000 Stück verkauft. Also kein Wunder auch, dass die gekauft worden sind. Also die Marke wird weiterleben. Den Segway an sich, den wird es nicht mehr geben. Auf jeden Fall nicht mehr neu. Die sind wohl sehr zuverlässig. Deswegen werden die uns wahrscheinlich dann zumindest immer noch ein bisschen begleiten. Wenn man halt so eine Städtetour macht, sag ich. Nächstes Thema, was uns nicht mehr so lange begleiten wird, das ist Oculus Go. Das ist die erste kabellose VR-Brille von Oculus gewesen für Endconsumer. War auch ein sehr attraktiver Preis. Ich habe mir die auch gekauft, habe die auch nie genutzt, weil irgendwie wusste ich auch nicht wofür. Ist angestaubt und wird wahrscheinlich jetzt noch mehr anstauben, beziehungsweise kann ich ihn auf Elektroschrott schmeißen, denn sie wird zum Ende des Jahres eingestellt. Software soll zwar noch bis 2022 mit Sicherheitsupdates und Fixes versorgt werden, aber es werden schon keine Apps oder Apps-Updates mehr ab dem 4. Dezember in dem Store erlaubt. Und ab dem 18. Dezember wird auch im Store nichts Neues mehr geben. Von daher, ja, ich glaube, ich habe es am Ende auch nur noch zum YouTube-Gucken verwendet. Das ist eigentlich ganz witzig. Also, gucken wir mal, was danach kommt. Mit der Oculus Quest haben sie ja schon theoretisch halt einen Nachfolger, in Anführungsstrichen, der sich wohl auch besser verkauft hat. Ja, gucken wir, wie die Entwicklung dort weitergeht. Und die Entwicklung geht auch weiter beim Amazon Echo. Da hat nämlich Amazon jetzt bekannt gegeben, dass es einen neuen, in Anführungsstrichen, neuen Streaming-Dienst geben wird, der unterstützt sein wird bald auf den Echo-Geräten, und zwar Spotify Free, also der freie Dienst, den man nicht bezahlt von Spotify, der durch Werbung finanziert wird. Der war nämlich noch nicht da in der Liste der langen Streaming-Dienste. Für mich war es auch damals, glaube ich, sogar ein Grund, Spotify Premium letztendlich dann zu machen, damit ich es auf den Amazon Echos abspielen konnte. Ja, also ich weiß nicht, ob man wirklich darauf gewartet hat, aber auch wie so immer, ein paar werden sich freuen und schaden tut es ja nicht, wenn man Auswahl hat. Letztes Thema für heute, Instagram hat in Deutschland die Instagram Reels gestartet. Was ist das? Das ist eine Funktion, die beschreibe ich mal eher so TikTok für Arme. Man kann editierbare Clips erstellen mit bis zu 15 Sekunden Länge und kann da halt ein paar Faxen machen, tanzen oder whatever. Die Dinger kommen dann in den Feed oder in die Stories und können aber auch über die Instagram Community im Tab Explore oder auch Entdecken, wenn es in Deutsch ist, entdeckt werden. Und dann hat man vielleicht neue Follower. Und vielleicht. Ob das sich so durchsetzt, warten wir mal ab. Hat ja sonst auch nicht immer alles funktioniert, was sie integriert haben. Ich gucke es mir auf jeden Fall an. Könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. Müsst aber natürlich auch nicht. Und für heute ist das dann auch keine Apple News. Ein Glück, kleine Vielfalt. Und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.